Ich begrüße euch zu Hero Siege. So, jetzt spielen wir unseren vierten von fünf Charakteren. Und zwar spielen wir den Redneck. Chainsaw goes in, guns come out. Jedes Mal den Namen. So, Another Gaming Story 4 ist der vierte Charakter von fünf. Redneck selbst ist glaube ich, ein Nahkämpfer. Das sehen wir gleich. Genau, schön mit einer Kettensäge. Eigentlich von der Waffe her, ich glaube, mit der coolste eigentlich. So, was hat denn der für Anfangsskills? Eine Molotov-Cocktail. Okay. Okay, gibt unseren Auto jetzt eine Chance, Öl, brennendes Öl, zu spucken. Oder zu, keine Ahnung, sprühen, streuen, wie auch immer. Ich nehme das mit der Molotov, weil es ein Skillshot ist. Was ein Skill ist, den ich mit einer Taste aktivieren kann, ist von Anfang nicht verkehrt. Zu den Regeln des Let's Plays, für die anderen Charaktere nicht verfolgen oder nur einen bestimmten Charakter gucken. Und zwar muss jedes Dungeon... Also probieren wir erstmal den Skill-Moment. Oh. Ah, okay. Ich dachte schon, es passiert nichts weiter. Kriege ich Schaden? Nein. Sehr. Okay, das ist nice. Das Ding bleibt assi lange liegen und die Gegner sterben davon direkt. Das ist richtig nice. Es müssen alle Dungeons und Krypten mitgenommen werden. Wie viel Outfit-Schaden mache ich dann? 35, gut. Alle Krypten und Dungeons mitgenommen werden. Alle Statuen, unabhängig davon, ob es positive oder negative sind. Und das Ziel des Let's Plays ist im Grunde genommen mit jedem Charakter jeden Schwierigkeitsgrad, sprich auch Agonie, also es gibt 5 Stück insgesamt, zu meistern. Irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Jeder Tod ist ein Video. Für den Fall, man schafft tatsächlich in einer Aufnahme, also was ja ein Video wäre, einen Akt zu meistern, wird... Das Skill ist cool. Wird das Video geteilt und jeder Akt ist dann ein... Oh mein Gott. Jeder Akt ist dann ein Video. Damit einfach die Videolänge nicht zu krass wird. Weil, ich glaube, allein das Durchspielen auf dem Schwierigkeitsgrad normal, was ja das kürzeste ist von der Durchspielzeit, dauert 3 bis 4 Stunden. Und so lange möchte ich natürlich kein Video hochladen. Sehr nice. Also die Auto-Hit-Range ist recht lang, finde ich. Sehr weit. Dafür, dass ein Nahkämpfer ist, wie ihr seht. Gegner hittet mich nicht und ich kann ihn schön kiten. Ich brauche definitiv mehr Schaden. Was ich mir angewohnt habe in dem Spiel ist, dass ich... Ist ja nice, man kann die Gegner schön reinlocken. Was ich mir angewohnt habe ist, dass man... Oder dass ich zu Beginn des Spiels mit jedem Level eher auf Armor gehe. Oh, stirbt der, Alter? Danke. Einfach weil das die Überlebenschance erhöht. Statt wenn man auf Leben geht oder auf Schaden. Weil ich glaube, pro Lebenspunkt bekommt man je nach Charakter unterschiedlich HP. Und ich glaube nicht mehr als 10. Nee, doch. Doch, es geht mehr als 10. Aber ich weiß nicht, wie viel es jetzt beim Redneck ist. Deswegen gehe ich lieber auf Armor. So, Welle Nummer 4. Ich muss gleich gucken, ob ich die Gegner alle so zusammenlocken kann, damit ich so eine Molotov werfen kann. Weil dann lohnt sich's. Ich hoffe, die anderen... Oh, Geldregen, cool. Ich hoffe, die anderen laufen jetzt noch rein oder kommen hierher. Sehr nice. Dann kann man so töten. Ja, das ist das Problem bei den Nahkämpfern. Wenn die halt keine gescheiten Talente haben, mit denen man Skillshots schießen kann oder sonstiges, dann muss man beim Anfang des Spiels, so wie jetzt gerade bei mir, relativ nah hingehen. Und somit ist das Risiko zu sterben einfach extrem hoch. Mal gucken, was für Skills wir noch bekommen. Ich glaube, die nächsten Skills sind aber erst mit Level 12 freizuschalten. Also auch wieder recht
spät. Was für ein Level haben wir jetzt eigentlich? 5. Okay. Holy shit, Alter. Ah, ich kann mal kurz noch schön in Armor reingehen. 3,3% weniger Schaden von den Gegnern. Ich muss die Reichweite noch abschätzen von der Molotow irgendwie. Jo, kommt direkt der erste Boss. Noch keinen Dungeon gehabt und gar keine Krypta. Man muss aufpassen, denn bei jedem Boss kommt dann immer noch eine Welle an Gegnern dazu, wie ihr seht. Also sollte man sich vielleicht nicht zwangsweise nur auf den Boss konzentrieren. Wow, holy shit. Ach, das ist der Boss. Oh, okay. Wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre ein normaler Gegner, aber er stirbt jetzt eh, wenn er hier reinläuft. Sehr nice, Boss ist down. Da ist Ausrüstung 10 Armor und 2 Stamina. Muss auch immer auf seine Energie achten. Die roten Energiekugeln im Übrigen, also sowas hier, wo ich jetzt davor stehe, gewährt 10% HP oder Heilung. So, die Fledermaus fliegt jetzt um uns rum. Ist ein Relikt, das wir gefunden haben, unser erstes. Schießt, glaube ich, alle. Oder schießt auf Gegner oder sowas, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, leider, bei der hier. Oh Mann, Alter. So, das Gift hätte mich töten können von den Kack-Maden. Ich habe das Gefühl, hier werde ich sterben. Oh shit. Aktivierbares Item. Drop it. So, man kann es mal kurz aktivieren. Boom. Das sind ein paar kleine Bomben, den Gegnern Schaden zu fügen. So, Welle 8. Ich versuche es weiter mit dem Gegner anlocken und dann Molotow werfen. Das scheint mir im Moment das einzig Wahre zu sein, weil ich kann nicht wirklich auch reingehen, um zu kämpfen. Oh ja, natürlich. Hallo. Okay. Der stirbt nicht. Wunderbar. Zumindest nicht so, wie ich es dachte. Okay. Gestorben. Liegt ein Amulett, das hätte ich gerne. Mehr Stärke, mehr Stamina. Bin nur fast gestorben dabei. Ihr habt es gerade gesehen, die Fledermaus hat 2 Kugeln verschossen. Also auch eine relativ gute Defensive. Habe nicht gesehen, wie viel Schaden es gemacht hat. Ist aber, glaube ich, auch egal erstmal. Also ich lock die mal hier in die Nadeln rein. Nice. 300. Zieht die Fledermaus ab. Cool. Kann man so als Defensive... Okay, ich wurde schon irgendwas getroffen. Fuck. Kann man als Defensive gut benutzen. Ach, Mann. Irgendwie. Also an den Redneck muss ich mich wirklich noch gewöhnen. Nicht so der krasse Nahkämpfer, den man gewohnt ist von anderen Charakteren. Level up bekommen, wieder volles Leben. Kein Dungeon, keine Krypta. Welle Nummer 10, krass. So spät hatte ich glaube ich noch nie ein Dungeon oder sowas. Oh shit. Also auch mit jeder Welle, die hinzukommt in dem Spiel, tauchen neue Fallen auf. Wie ihr gerade gesehen habt, da war gerade so ein stacheliger... Okay, es sind mehrere stachelige Bälle. Die uns natürlich alle töten wollen. Genau wie die Gegner. Oh cool, da ist ein Gegnernest. Hätte ich erstmal eine Molotow reinwerfen gepflegt, wie sie es gehört. Oh, da ist noch ein Nest. Oh mein Gott. Ja, aber die Fledermaus mit den 300 Damage ist schon... Über nice. Ah, stimmt. Ich habe ja noch ein aktivierbares Item, was ich jetzt mal vergesse, weil ich bin gewohnt, dass da eigentlich... Cool. Dass da ich da eigentlich immer ein anderes Item habe. Weil ich mag diese aktivierbaren Bomben-Items oder sowas nicht.
nicht wirklich der Fan von. Oh, wir haben schon über 1000 Leben. Noch nicht verkehrt. Bis jetzt noch keinen Schlüssel gesammelt. Also ich bin noch nicht wirklich dabei, Sachen zu sammeln hier, wie Geld oder sowas. Weil ich weiß, dass der Run eigentlich nie so lange geht zu Beginn. Noch ein Gegner fehlt. Ah, da. Ah, eine Krypta. Geht doch. Ja, lang genug gedauert. Okay, das Öl ist jetzt ein bisschen... sehr blöd geflogen. Beziehungsweise sehr unvorteilhaft für uns. Ich gehe mit unserer Fledermaus näher zu den Gegnern, weil die macht ja Schaden. Sehr nice. Oh, Krypta. Krypten erkennt man eigentlich ganz gut. Das sind nämlich so Häuser. Mit einer Tür vorne. Jetzt laufe ich wahrscheinlich komplett falsch. Fuck. Krypten und Dungeons kann man nur öffnen, wenn man eine Wave besiegt hat. Das heißt, wenn ich die jetzt verpasse, muss ich die nächste Wave meistern, was nicht funktioniert, da ein Boss kommt. Oh, fuck. Soll ich trotzdem noch wissen, wo sie ist? So, jetzt kommt der Boss, danach geht's auf die nächste Map. Das heißt, ich hab die Chance. Ja, okay, die ist wirklich da oben, Alter. Und der Boss ist auch nur riesig. Au. Steht aber mitten im Feuer, das war eine richtig gute Molotow. Okay, what the fuck? Also ich suche gerade aus Prinzip die Krypta, weil. Okay, so wie es aussieht, ist es wahrscheinlich außerhalb der Map. Geil. So. Gegner noch killen. Okay, dürfte es nur noch der Boss sein, der da ist. Ja, da ist er. Oh. Oh, er hängt. Cool. Okay. Oh, doch, er hängt wirklich. Cool. Ist irgendwie festgebackt, der Boss. Ich weiß jetzt nicht, warum. Oder ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Oh, nice. Drei Items. Mehr Schaden. Mehr Speed. Hier noch mehr Speed und mehr Swiftness. Hoffentlich hat er ein Relikt hinterlassen für uns. Nein, Kisten. Swiftness ab. Das ist cool. Mehr Armor, mehr Erfahrungspunkte und alle Stats nach oben. Mehr Armor, mehr Stamina. Das ist für den Arsch. Für den Arsch. Für den Arsch. So. Also am Anfang würde ich empfehlen, immer alle Items anzugucken. Jetzt habe ich noch eine Wave gerufen. Da man das ja auch machen kann. Also immer alle Items angucken am Anfang. Da sind schon ziemlich geile Sachen dabei. Im späteren Spielverlauf, wenn man dann so ein etwas höheren Schwierigkeitsgrad anstrebt, wie jetzt Hölle oder Inferno, würde ich empfehlen, weiße und blaue Items vielleicht nicht mehr aufzunehmen. Oh shit. Natürlich. Wenn jetzt genug Gegner noch außen rum gewesen, wäre ich wahrscheinlich gestorben. Was für ein Level bin ich denn? Level 8. Mit Level 12 kriege ich die nächsten Skills. Darf ich nicht vergessen. Ja, das Nest steht noch. Sehr geil. Oh, Triforce. Hätte ich vielleicht so nicht machen sollen, aber da ist mehr als genug Energie. Und nächste Welle. Und dann Trank. Armor, sehr nice. Das Geile ist auch, wenn man einen Trank benutzt hat. Oh, am Feuer hingeblieben. Wenn man einen Trank benutzt hat, man hebt den gleichen Trank dann nochmal auf. Steht schon rechts dann immer
was der Trank kann. Dass man nicht fälschlicherweise negativen verwendet. Gibt's nämlich auch. Die dann Statuswerte runtersetzen. Ja, wenn mein Kackvieh die Gegner mal woanders einlocken würde. Dankeschön. Level up. Okay, Welle 16. Also es kam wirklich bis jetzt nur eine Krypta und die konnte ich nicht nehmen, weil ich sie A nicht gefunden habe und B danach direkt rausgekommen ist. Nicht schlecht. Los, Fledermaus, kill him. Danke. Am fucking Baum hängen geblieben, ey. Mies. So, noch ein Gegner. Das ist der hier. Und eine Krypta. Sehr nice. Schauen wir mal, wo sie ist. Noch, ah, da ist sie schon. Genau, das ist eine Krypta zum Beispiel. Dieses Haus hier, dieses Gebäude. Nice. Auch noch aufmachen. Full Health. Nein. Oh, hätte ich wahrscheinlich nehmen sollen. Egal. Also im Einfach des Gefechts werde ich wahrscheinlich so das manch geile Item einfach nicht nehmen. Weil ich nicht dazu komme, es mir wirklich anzugucken und ich auch nicht die Geduld habe, zu warten, bis alle Gegner tot sind. Um es mir dann in Ruhe anzuschauen. So, Wave erledigt. Das da oben ist anscheinend wieder von einem Nest. Und wir können ins Dungeon. Ja, nice. Das war knapp. So, jetzt spawnen hier unten, glaube ich, nochmal Gegner. Genau. So, man kann es jetzt theoretisch hier hochlocken. Wenn sie wollen. Und dann laufen sie in die Stacheln automatisch. Und sterben in der Theorie. Okay. Hier lang erst einen Hebel aktivieren, damit das Tor rechts aufgeht. Müsste gleich, glaube ich, auch ein Boss kommen. Nee, das ist ein Dungeon oder eine Krypta, wo es keinen Boss gibt. Da sieht man auch schon das Item, was wir kriegen können. Ich glaube, entweder das erhöht unsere HP oder wir heilen mehr. Das sehen wir ja gleich. Oh fuck, falsche Taste. Bisschen blöd, dass jetzt von allen Seiten Gegner kommen. Wir ziehen ja schon 200 ab mit einem Hit. Level up bekommen. Sehr nice. So, kurz auf unsere maximale Energie achten. 1250. Genau. Haben jetzt 125 HP mehr bekommen. Ist jetzt nicht die Welt. Aber für den Anfang auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Sehr geil. Gegner hat knapp die Hälfte verloren durch unsere Molotow. Wir müssen aufpassen. Hier kommen nämlich diese grünen Kugeln von oben. Die uns natürlich killen wollen. So wie alles hier gerade. Ich will nicht wissen, was so ein Ding abzieht. Sehr nice. Und das war jetzt der dritte Boss. Glaube ich. Wieder kein Relikt von einem Boss. Mehr Speed. Nee. Okay, wirklich nichts Gescheites dabei? Okay, anscheinend nicht. Ich habe bis jetzt auch nur positive Tränke gehabt. Nochmal der Wave übersprungen.
Und eine neue Krypta. So, die Krypta ist direkt hier bei uns. Deswegen werde ich mich nicht allzu weit wegbewegen. Also man sieht, hier gibt es auch Feuertürme, die uns tot machen wollen. Hier gibt es Gegner ohne Ende, die uns tot machen wollen. Wir müssen aufpassen, wir haben nicht mehr so viel HP. Holy shit. Oh my god. Alter. Sollen die alle killen, ey? Na, hätte ich halt keine Wave rufen dürfen. Oh. Oh. Just like in Texas. So. Oh shit. Okay, kurz an der Nase gekratzt, das hätte ich nicht tun sollen. Oh my god. Das sieht wirklich 100 ab mit einem Hit. Holy shit. Alter, stirbt er auch. Oh my god. Level up. Stufe 11. Oh my god. Wie ich nichts sehe. Oh my god. Ja. Permanent von irgendwas getroffen. Da halt vorbei. Oh, da gibt es jetzt einen Boss in der Krypta. Und eine Kristalltruhe. Natürlich habe ich keinen Schiss. Oh mein Gott. Oh! Okay. Zieht weniger ab als gedacht. Okay, auf jeden Fall. Nice. So, wir müssen hier durch. Hebel aktivieren. Danke. Hab ich ja geheilt. Dann nach oben und da kommt jetzt ein Boss. Und danach gibt's das Relikt. Okay, den Boss mag ich überhaupt nicht. Holy shit. Fuck yourself. Alter, gib hier doch. Ja, genau. Und dann stirbt der Boss. Holy shit. Okay. Ja, gab ziemlich wenig Krypten und Dungeons und Statuen. Ich glaube, keine einzige Statue. Relativ weit gekommen im Redneck. Ich finde immer noch recht viel zu wenig Defensiv- bzw. Range-Skills, mit denen man Gegner töten kann. Sonst vom Schaden her fand ich nicht so weit okay. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!